Hallo liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In diesem Video nehme ich euch mit an einen düsteren Ort einer düsteren Zeit, in das Bunkermuseum Oberhausen. Während des Zweiten Weltkriegs fanden in diesem Bunker die Bürger Schutz, während es draußen donnerte und ein Luftangriff stattfand. Es handelt sich um einen Hochbunker, der 1942 fertiggestellt wurde. Auf drei Stockwerken verteilt gab es über 700 Betten und eine Kapazität für ca. 2300 Personen. Einzelne Räume sollten bis zu 6 Personen aufnehmen, diese waren aber meist überbelegt. In den Ruinen ihrer Häuser haben viele Bürger ausharren müssen. Oft ging es ohne Schlafzeug zu Bett. So konnte man schneller Schutz suchen und auch diesen Zivilschutzbunker erreichen. Interessant ist das authentische Anschauungsmaterial. Im Museum kann man sich eine inaktive amerikanische Sprengbombe ansehen. Auch weiteres Inventar, wie eine Gasmaske und ein Bunkerkoffer aus der Zeit des Krieges, werden ausgestellt. Die Waschräume können besichtigt werden, wie auch die Belüftungsanlage und die Heizanlage des Bunkers. Schautafeln liefern interessante Hinweise und Videofilme werden vorgeführt. Der Eintritt in das Museum und das Parken sind kostenfrei. Die Teilnahme an Führungen ist nach Anmeldung möglich. Weitere Hinweise gibt es wie immer in der Videobeschreibung.